So, liebe Fußballfreunde, darf euch herzlich willkommen heißen hier zu Spieltag 30 der Scottish Premiership. Mittlerweile sind wir nicht mehr Tabellenführer, wie ihr wisst. Wir liegen 3 Punkte hinter Celtic Glasgow, spielen heute auswärts beim Tabellenneunten St. Mirren. Und da müssen wir allein deswegen schon gewinnen, weil die Chance eben heute da ist, dass Celtic sich schwer tut. Wir gucken gerade auf die Tabelle. Beide Mannschaften momentan auch unentschieden. Also ich denke, das ist die letzte Möglichkeit, die wir haben, wirklich hier Punkte gut zu machen. Denn in den nächsten Partien, da werden wir die großen Brocken zu spielen haben. Das wird nicht einfach. 100%ige Chance für St. Mirren. 10. Minute. Und das war sehr, sehr knapp. Gary Harkins letztendlich mit dem Ball, den er dann rüberspielt zu Paul McGowan. Und der ganz, ganz knapp neben das Tor. Und da haben wir Dusel gehabt. Ordentlich, würde ich sagen. Konzentration. Mittlerweile schon 20 Minuten vorbei. Was ist das denn? Schädelprellung. Wir haben ja schon ganz, ganz schlimme Sachen gesehen. Da stand dann der Schädelbruch. In Staffel 2 hat es damals den Spieler Pion Jopek erwischt. Und das war im Prinzip dann für ihn hintenrum das Karriereende. Jetzt nicht, dass er nicht mehr spielen konnte, aber er hat danach nie wieder seine frühere Klasse erreichen können. Wurde dann auch verkauft. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich, ich denke mal, die nächste Partie auch noch auf Wilson verzichten. Ich hoffe, nicht länger. Ja, Liam Gordon. Unverhofft kommt oft. Jetzt also in die Partie. Auswärts hier bei so einer schweren Partie. Aber der hat vorher auch schon gezeigt, dass er nicht nur das Talent hat, sondern auch wirklich den Fokus darauf legt, sich zu verbessern. Gefährliche Freistoßchance in Paisley für uns. Da haben wir ja einen Spezialisten auf dem Feld, den Captain Adam Eckersley. Ob er das ausführt? Nee, Robinson oder Keedings. Wo hab ich denn gerade da? Wo war ich denn? Genau auf den Mann. Ich hätte jetzt wirklich schwören können, dass Eckersley die schießt. Aber letztendlich scheitert hier Scott Robinson, der ja neuerdings auf der hängenden Spitze agiert. Mit diesem Freistoß. Mark Richards, der musste einfach nur stehen bleiben und hat den Ball. Ich hätte gerade gesagt, weiter so. Aber Möglichkeit für den Gastgeber. Eckball Gary Thiel. Ball kommt zurück vor die Füße von Harkins. Nach Abwehr von Liam Gordon. Oh Mann, Alexander ist chancenlos. Ball abgefälscht. Kola Zentimeter am Tor vorbei. Gott sei Dank hier die Variante 1 für uns. Nicht die zweite, wo jemand das Abseits aufhebt. So, wir versuchen hier sofort entgegenzuwirken. Steilpass von Holt. Robinson kommt an den Ball, legt zurück zu Walker. Ah, daneben. Knapp am rechten Pfosten vorbei. Also beide Mannschaften tun sich noch etwas schwer hier zu vollenden. Und jetzt passiert erstmal lange nichts mehr. 40. ist schon vorbei. Und wir sind jetzt, was ist das denn? 3 Minuten Nachspielzeit, glaubt man, wir bei FIFA hier. Gelb-rote Karte Harkins. In der Nachspielzeit erneut unfair agiert gegen einen Akteur von uns, gegen Bourbon. Tja, so läuft es. So läuft es. Die haben 2 Gelbe kassiert in der ersten Halbzeit. Das war blöderweise für die zweimal derselbe. Nochmal eine Chance für uns, aber Richards ist da. Der Keeper von St. Mirren kann auch diesen Ball abwehren von Jamie Walker. Abpfiff. Aber jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir erneut, genau wie zuletzt gegen Motherwell, glaube ich, war das, mit Überzahl agieren können. Über eine Halbzeit lang. Gegen Motherwell, da ist es uns nicht gelungen, ein Tor zu schießen. Meine Fresse, es schneit bei uns zu Hause gerade draußen. Und damit meine ich wirklich das naturgebundene Schauspiel, nicht das andere, was man ja auch schon mal gerne als Schnee bezeichnet. So haben wir es natürlich nicht vorgestellt. Wir müssen heute gewinnen. Ja, wir drehen auf Gewinnendes. Also das müssen wir jetzt. 2-5. Liam Gordon, sehr gut. Lobe ich auch sofort. Wir müssen nämlich gucken, dass wir hier bis Selbstvertrauen noch hochbekommen bei ihm. Auch im Hinblick auf die nächste Partie, wo er, wie ich ja schon gesagt habe, wahrscheinlich auch starten wird. Walker hat ein bisschen Pech gehabt im Abschluss, aber ganz gut gespielt. Vorne Keedings mit einer 4,
Das haben wir auch schon besser gesehen. Aber das letzte Mal, als ich ihn kritisiert habe, hat er ja 2 Tore gemacht. Also von daher, da kann schon noch was kommen. Holt. Motivieren wir Nicholson nicht. Dafür Buaben. Und ja, Massagen. Ganz, ganz flott hier durchgepeitscht. 90 haben wir da. Für Walker. Ja, McKay. Lieber die Abwehrspieler. Gerade jetzt, wo eben dann auch der Danny Wilson wahrscheinlich ein bisschen länger fehlen wird. Ich nehme den Einsatz etwas hoch. 97. Wir werden hier mehr machen. Auf 70%. Das ist in Ordnung. Und so gehen wir rein in die zweite. Hoffentlich erfolgreiche Halbzeit für uns. Alle warm laufen lassen. Konzentration. Ja, so will ich das haben. Sofort die erste Chance. Auch wenn es harmlos ist, aber man gibt damit eben ein Zeichen ab. Man setzt hier Nadelstiche. Gelbe Karte Robinson. Klare Schwalbe. Also so habe ich das nicht gemeint. Nicht mit allen Mitteln hier versuchen, das Spiel zu gewinnen. Möglichkeit jetzt für St. Mirren. Ne, diese Trotzreaktion, wie auch schon von Motherwell, wenn die in Unterzahl spielen und trotzdem Möglichkeiten nicht nur herausarbeiten, sondern auch wirklich sehr, sehr gefährliche, die dann letztendlich sogar fast für das Spiel eben dann reichen, das zu gewinnen. Eckersley kann den klären, diese Ecke von Gary Thiel. Was machen wir? Draufgehen. Das bringt momentan wenig. Ach Leute, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, wir können es nicht. Wir machen uns da in die Hose, wenn wir in Überzahl sind. Neil Alexander ist sicher da. Nächste Chance für die. Die ist wieder gut. Ich glaube das nicht. Steven Thompson bekommt diesen abgefälschten Ball auf die Stirn. Aber auf Alexander, der da auch richtig steht. Das kann mir nicht gefallen. Jetzt haben die sogar da oben den roten Ball. Aber wir haben die hundertprozentige. Schaffen wir das irgendwie ins Tor zu murmeln? Buaben, Nicholson letztendlich zu Robinson. Ball ist im Tor, zählt nicht. Ich bringe jetzt Oliver vorne rein. Für Keelings. Ich glaube nicht, dass das heute funktioniert. Knapp eine Stunde gespielt. Ne, wir ordentlich gepfiffen hier. Also es wäre mir dann, glaube ich, deutlich zu viel, wenn wir das heute wieder nicht schaffen. Was ist das? Überzahlsituation für uns. Konterchance Oliver. Sofort die Möglichkeit nach der Einwechslung gegen Richards. Komm schon. Der setzt den daneben. Nur nicht mal aufs Tor gebracht. Aber das war eine gute Möglichkeit. Wir werden nochmal hier versuchen einzuwirken von außen. Hard auf Midlothian bekommt die nächste Chance. Jim Goodwin mit der unfairen Attacke gegen Holt. 20 Meter. Komm, lass den Nicholson das machen. Robinson hat ja eben nicht getroffen. Oder im zweiten Anlauf. Jawohl! Zweiter Anlauf, FTW. Wahnsinn. 64. Wir führen. War abgefälscht. Also irgendwo auch bezeichnend. Für die Partie. 12. Saisontor für den Mann auf der hängenden Spitze. Soll ich dem das mal runterdrehen? Nee, lass ich. Ich mach gar nichts. Ne? Wir haben jetzt hier einen glühend roten Ball. Das Ding ist ja fast schon schwarz. Hundertprozentige Chance, hier alles klar zu machen. Wieder schafft's der Oliver nicht. Was ist denn da los? Klasse Flanke von Patterson. Wieder abgefälscht von kurzer Bass. Und dann ist wieder Richards da. Also der ist heute einer der Besten auf Seiten seiner Mannschaft. Den letzten Wechsel, den versuche ich so lange wie möglich rauszuzögern. Gute Partie von Walker mit einer 1-5. Sam Nicholson mit dem Eckstoß. Buaben kommt zum Abschluss, der Defensivspieler. Aber auch der geht klar übers Tor. Das sind mir jetzt zu viele Chancen überliegen lassen. 500%ige. 69% Ballbesitz ist logisch, ne, wenn man mit einem Mann mehr spielt. Wir müssen das zweite Tor schießen. Das ist einfach so. Weil die werden gegen Ende nochmal alles versuchen. Nächste Chance. Patterson mit dem Übersteiger. Flanke kommt rein auf die Brust von Oliver. Und jetzt kann er es nicht mehr verschießen. Hat er toll sich vorgelegt. Das ist wieder so ein schweres Tor, was der versenkt. Und die einfachen, die lässt er liegen. Wie eben die Kontermöglichkeit. Super, Jungs. Jetzt kann ich doch eigentlich noch was machen. Taiwo für Jamie Walker. Ich muss da reagieren. Auch ein bisschen früher, als ich eigentlich wollte. Aber die Frische, ne? Wir brauchen die Spieler für die letzten Partien plus Meisterrunde natürlich dann auch im Saft. Lewandowski für Goodwin. Wir erinnern uns, Goodwin hat diesen Freistoß verschuldet.
der dann zum 1:0 geführt hat, durch den Mann mit der gelben Karte, Scott Robinson. Ich gehe jetzt nochmal rein und versuche dem das hier runterzudrehen, dass der keine Tacklings macht, weil den können wir uns jetzt nicht leisten zu verlieren. Für die letzten Partien. Da müsste ich das System wieder umstellen. Na, ich konnte leider noch kein Feedback von euch entgegennehmen, wie ihr das findet, diese Umstellung. Also eine Reaktion auf das, was ich gemacht habe. Aber bis jetzt ist es ja zumindest uns jetzt nicht negativ entgegengeschlagen, von daher alles bestens. Ich habe gelesen, dass man möglicherweise das Ganze auch anstelle von dieser Holposition dann mit einer Doppel-6 agieren könnte. Lewandowski, gelbe Karte, eben eingewechselt worden. Das gucke ich mir nochmal genau an. Momentan läuft es ja so, aber gegen die guten, starken Gegner, vor allem dann auswärts, da könnten wir uns überlegen, das vielleicht noch anders zu machen. Ich denke mal, Dundee United ist das Auswärtsspiel, was wir noch haben. Heimspiele gegen Aberdeen, das ist das nächste. Und dann ganz am Ende St. Johnstone. 2:0 letztendlich mit einer Überzahl eine Halbzeit lang. Es ist so, wie man es wollte. Ne? Es ist so, wie man es wollte. Statistiken haben wir gesehen. Es ist auch verdient, dieser Sieg. Letztendlich. Es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Der erste Ball war abgefälscht. Und das zweite Tor, das haben wir dann auch toll rausgespielt. Also ich denke mal, letztendlich muss man der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat diesmal wirklich abgeliefert. Und mich etwas beruhigter hier am Spielende dastehen lassen. Nicht so gegen Motherwell, aber ja, Celtic ist in der Bringschuld. Also die müssen auch gewonnen haben gegen den starken Gegner heute. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, die 30, sie war heute für uns eine Glückszahl, denn wir haben uns mit einem 2:0 hier nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir sind Celtic-weise auf den Fersen. Ganz, ganz bitter natürlich die Verletzung von Daniel Wilson. Ihr seht auch, der hatte bis dahin eine 1,0, wo er raus musste. Und Stichwort 1, da haben wir noch zwei Spieler. Jamie Walker mit einer 1,5. Ganz, ganz stark, was der auf der rechten Seite veranstaltet hat. Und Gary Oliver, der kommt rein, hat ja noch am Anfang Pech gehabt mit ein paar Möglichkeiten, den großen Konter liegen lassen und danach die nächste Chance auch nicht verwertet. Dann aber mit einem James Rodriguez Gedächtnistor das 2:0 erzielt. Und das war dann auch wirklich der Schlusspunkt. Deckel drauf auf dieses Spiel. St. Mirren hat nicht schlecht gespielt. Es gab eine Phase, da haben die durchaus die Möglichkeit gehabt, hier selbst in Führung zu gehen. Was dann aber nicht funktioniert hat. Und am Ende verlieren sie das Spiel. Und da kann man dann wieder sagen, da spiegelt sich eben dann der Tabellenplatz wieder, psychologisch irgendwo. Wenn du unten drin hängst, dann verlierst du ja so ein Spiel und die, die oben stehen, die haben eben dann das Glück des Tüchtigen. Alice Plummer mit einer 1,5, auch ganz starke Partie von Mark Richards, dem Keeper, der auch ganz am Anfang vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass die nicht in den Rückstand geraten sind. Natürlich war hier der Knackpunkt diese gelb-rote Karte, das war ja noch vor der Pause durch Gary Harkins. Und danach gab es dann noch eine für Lewandowski, aber das war unglücklich. Die Mannsprachen haben funktioniert, wir haben das Ding gewonnen, genauso wie es von mir vorgegeben wurde. Das sollte dann auch dem moralisch dann nochmal einen Push geben. Und ja, nochmal ein Lob an lieben Gordon, eine 3,0 heute bekommen. In dieser Phase, er war ja nicht warm gelaufen, kam also kalt rein und musste sich dann eben bei diesem Stand von 0:0 hier diesen rauen Sitten erwehren, das hat er ganz gut gemacht. Die Statistik, wie schon gesagt, es ist verdient, das Wetter war bestens. Ja, gucken wir rein in die Ergebnisse. Celtic unentschieden. Also danke an St. Johnstone, die haben dann noch das 1:1 erzielt, zur Halbzeit hat Celtic geführt. Es ist ein Punkt. Es ist ein Punkt und wir haben 9 Vorsprung auf St. Johnstone und es sind jetzt nicht mehr viele Partien, noch 3 an der Zahl, das heißt, die könnten höchstens noch mit uns gleichziehen. Das ist das Schöne. Dann kommt ja die Meisterrunde. Und wir sehen, dass sich nichts getan hat. Erneut, ne, die Position bezogen. Wir sehen aber, dass Aberdeen 3:0 gewonnen hat, unser nächster Gegner, gegen Inverness zu Hause. Dann United verliert gegen Kilmarnock. Klasse Partie, 7 Tore, 3:4 letztendlich. Aber wie schon gesagt, an der Position hat es nichts verändert. Partick Thistle, die haben heute ordentlich Federn gelassen, denn sie verlieren, der Tabellenletzte. Und sowohl Motherwell als auch der FC Dundee können die Spiele gewinnen heute. Und somit, ja, bei noch 9 zu vergehenden Punkten 5 Rückstand aufs rettende Ufer.
Das ist schon so eine kleine Vorentscheidung, denke ich. Die Championship. Glasgow Rangers gegen Livingston 0:0 und das konnte Hibernian nutzen. Denn die haben 3:0 gewonnen beim FC Falkirk. Jetzt sind 7 Punkte Abstand. Livingston dann zurück auf die 3. Und das sind doch die einzigen Wechsel, die hier stattgefunden haben. In der zweiten schottischen Liga. Die Stimmen. Alice Plummer hat die Zukunft noch vor sich. Sean McCarthy von St. Mirren und Tom Tyler, den Satz kennen wir schon. Der freut sich darüber, dass er eingewechselt worden ist. Ja, das war ja so die Personalie, die mir leid getan hat. Er konnte seine ansteigende Form eben leider Gottes nicht so umsetzen, wie er es wollte. Da kam ihm was dazwischen. Leider Gottes zuletzt. Aber ich denke mir, der kommt wieder. Danny Wilson zum 8. Mal jetzt mittlerweile in der Elf des Tages, trotz Verletzung. Jamie Walker ist drin, zum 3. Mal auf der rechten Mittelfeldposition. Und Gary Oliver hat es nicht nur reingeschafft zum 2. Mal in die Elf des Tages, sondern ist auch gleich Spieler des Tages geworden. Und das freut mich. Also es ist wieder mal dieses ewige Bäumchen-Wechsel-Spiel bei uns vorne im Sturm. Ne, mal hat der eine seinen Sahnetag, mal der andere. Und das wechselt so schnell. Und das ist auch gut. Das spornt nämlich dann jeweils die Spiele immer wieder neu an. Lass mich mal gerade überlegen. Wir können die Teamleistung natürlich noch mitnehmen. Das Ganze aber dann ein bisschen beschleunigen. Denn ich möchte jetzt ganz gerne wissen, wie wir in diese Woche jetzt hier rein starten, vor diesen wichtigen 3 Partien, die wir jetzt noch haben werden, gegen die Top-Vereine Aberdeen, gegen Dundee United und natürlich dann nicht zu vergessen gegen St. Johnstone. In der Saison 2,86, das war schön, Celtic war noch ein bisschen besser heute, 3,04. Beste Spieler, das sollte jetzt Oliver normalerweise, ja genau, er hat 12 Tore, genauso wie Robinson. Und wo haben wir Keelings, damit 6 Tore, er hat aber, glaube ich, weniger Spiele gemacht. Insgesamt gesehen als Oliver. Nur die Quoten sind von allen nicht wirklich positiv. Der Stokes hat eine 1,04 pro Spiel. Und danach geht es dann weiter mit 0,6. Also sieht schon diesen Unterschied. 0,4 Punkte oder 0,4 Tore, muss man ja sagen. Das wird ja in Toren gemessen. Ist da eine Differenz. Also normalerweise gibt es in dieser Saison die Frage nicht, wer wird denn jetzt Spieler des Jahres. Das muss Anthony Stokes einfach sein. Bewertet die Spiele. 30, das guck mal, wie wenig das sind. Wie wenig Spieler in dieser Liga nur die komplette Distanz gegangen sind mit 30 Spielen. Motherwell sieht man da besonders. Dann United fällt auch auf mit 4-5 hier insgesamt. Bei Celtic nur einer, bei uns keiner. St. Johnstone haben wir auch nur einen. Und dann kann man schon mal so eine Brücke bauen und sagen, die Top-Vereine können sich das halt leisten zu rotieren. Müssen nicht immer die gleichen draufstecken. Und ja, hier wird es dann schon etwas voller natürlich wieder, ne? Und das sind unsere Spieler des Jahres bis jetzt. Die Innenverteidigung plus Torwart. Das hilft uns in so vielen Lebenslagen. Luca Do, der ist verletzt, der gegen uns ja noch das Tor erzielt hat. Eine Woche, Kapselriss Knöchel. Und wir müssen eine Woche auch auf unseren Danny Wilson verzichten. Schädelprellung. Also ich glaube, beide Topvereine haben damit einen starken Innenverteidiger nicht zur Verfügung. Naja, müssen wir sehen, wie wir da das Ganze kompensieren können. Starten rein. In diese Woche.